Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren zerstörerischen Folge Enshrouded. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer Salzmine, um den Questfortschritt bei unserer Jägerin voranzutreiben, um eventuell zu lernen, wie wir unseren Rucksack vergrößern. Oh, Nägel sind immer gut. Ich hoffe ja, dass ich hier ein bisschen Altmetall kriege. Leider aber nicht so ganz der Fall. Aber Nägel sind auch nice. Kommt nämlich im Prinzip aufs Gleiche hinaus. So, Wasser. Ja, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir ein bisschen Wasser mit. Was haben wir da drüben noch? Auf jeden Fall nochmal ganz kurz diese ganzen Häuser hier erkunden. Was ist das hier? Stroh? Oh, Pflanzenfasern, oder? Nice. Teilweise lohnt sich dieses Erkunden von verlassenen Orten echt fast mehr als Farm. Weil hier so viele Dinger sind, teilweise, die man looten kann. Ist ja bald dunkel. So. Ich glaube, hier würde ich mal ganz gern. Nee, nicht so, sondern. So. Geht das? Ist da oben? Oder vielleicht noch die Axt? Oder geht das Ding nicht kaputt? Komm schon. Ah, doch. Metallschrott? Bitte, bitte. Oh, Steine. Ernsthaft? Der Metallschrott. Ich brauche kein Holz. Alte Bücher, eventuell. Was haben wir hier? Ich habe ihn tief vergraben. Gestern kamen sie wieder in Scharen. Sonnengegerbte Heiden. Sie verrenken ihre Körper jedes Mal, wenn sie vor ihren Göttern, ihren Idolen, den Erbauern knien, zu viele Mäuler zu stopfen und immer die Hände für Almosen geöffnet. Ich würde sie ja zurück ins Ödland schicken. Mich halten sie nicht zum Narren, ich habe meinen Schatz auf meinem eingezäunten Hinterhof bei dem Unterstand vergraben. Dort werden sie ihn nie finden. Nicht unter all dem Schlamm. Heute Nacht werde ich gut schlafen. Okay. Aber ich hoffe doch, dass wir ihn finden werden. Und weh, dass das nichts Gutes. Ach, bitte, gib mir Metall. Gib mir Metall. Ich brauche Metall. Wollen wir mal die Fackel auspacken? Alle tot einfach hier. Hier oben noch irgendwas Schönes. Wir haben denn hier gelebt. Okay, nur Holzschalter, Holzschalter, Holzschalter. Das ist alles uninteressant. Naja, wir suchen mal. Ja, alte. Oh. Nee, ich glaube, es gibt kein Metall. So, was? Warte mal. Wo hat er das vergraben? Ist das auf der Karte markiert? Hier. Saat des Argwohns. Bisschen rechts von uns, geradeaus. Im Schlamm irgendwo. Hier? In diesem Schlamm? Rechts von uns. Ach, hier wahrscheinlich in dem. Hat er nicht hinter dem. Ah, hier. Hinter dem Dings hat er doch gesagt. Die guckt ja voll raus. War schon gar nicht auch alleine. Ausdauerring. Oh, den wollen wir auf jeden Fall haben. Ausdauer ist. Sehr wichtig.
Charakter. Was haben wir hier noch? Ausdauerpunkte, Lebenspunkte. Beides das gleiche. Gut, dann wollen wir mal den hier nehmen. Ausdauerregeneration. Sehr schön. Okay. Irgendwer bringt hier schon wieder Schafe um. Wenn das nicht die bösen Wölfe sind, dann weiß ich es auch nicht. Oh, lass mich in Ruhe mit deinem Matsch. So, warte mal, wo müssen wir denn hin? Wir müssen auf jeden Fall weiter rechts von uns. Okay, Hinterhain. Ne, Hinterzann. Entschuldigung, nicht Hinterhain. Ich komme auf Hinterhain. Ha? Eisbolzen. Ach, Rucksack ist schon wieder voll. Auch ernsthaft? Was wollen wir hier lassen? Das lassen wir mal hier. Ja, das bisschen Schutt können wir auch hier lassen. Ein bisschen Kohle können wir auch weglassen. Lohnt sich jetzt nicht wirklich, wenn wir nicht über die Eisbolzen. Die könnten wir bestimmt nützlicher verwenden als das andere Gelumpe. So, nochmal auf der Karte. Okay, wir steuern mehr oder weniger gerade. Huch, gerade drauf zu. Wir müssen uns ein bisschen rechts halten. Honig, immer nice. Wir müssen auch unbedingt noch in diese Häuser reingucken. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, lass uns mal hier rumgehen. Das hier etwa die Salzmine? Sollen wir den hier durchsuchen? Cool, Salz. Mehr Salz. Und Feuerstein. Und noch mehr Salz. Ich glaube. Oh, vorsichtig. Was macht hier so unheimliche Geräusche? Was ist das? Was sich da annähert auf Level 5. Muss ich Angst haben? Da runter soll ich jetzt oder was? Ich glaube, wir gehen da erstmal außen rum. Oder müssen wir hier runter? Eventuell müssen wir hier runter. Aber ich würde gerne außen rum gehen erstmal. Ja, um sich das anzugucken. Ist das hier schon wieder so Matsch? Nee. Oh Gott, hier rutscht man. Hilfe. Oh, warte. Wir durchsuchen mal ganz kurz hier die Sachen. Schwarzpulverkugel. Ja, leider auch unser Rucksack. Weil ich weiß. Wir nehmen das weg. Können wir das mitnehmen? Irgendwas hier macht ganz wilde Geräusche. Oh, Nägel. Lass uns erstmal hier hoch, wenn wir können wieder. Hier sind auch irgendwelche Kisten drin. Nice. Nägel finden wir hier echt ganz gut. Wir gehen mal hier so außen rum. Das kommt mir irgendwie. Was ist das hier eigentlich? Das kommt mir irgendwie sicherer vor. Was ist das? Oh, Feuerstein. Ja, könnte sich ganz schön lohnen, hier ein bisschen Feuerstein abzubauen. Vielleicht sollten wir hier mal uns so ein Ding hinbauen. Wäre eventuell ganz nice. Wenn wir uns hier so eine kleine Krypta hinbauen würden. Nicht Krypta, was erzähle ich denn schon wieder? Eine kleine Flamme. Ich denke, das könnte sich lohnen. Zumindest um hier mal ein bisschen hin und her zu teleportieren. Flammenaltar. Was brauchen wir dafür? Stein. Aber wir haben keinen Platz im Inventar, ne? Dann mach das Ding doch mal weg. So, herstellen.
Dann werden wir die nämlich mal hier einfach platzieren, dass Jute hier fährt. Ein bisschen weiter hier draußen, damit diese Ressourcen da auch nachwachsen. Einfach hier oben drauf. Zack. Perfekt. Dann können wir uns hier immer hinporten. Dann können wir theoretisch auch mal ganz kurz unsere Sachen wegbringen. Weil wir sind voll. Ne, nicht Flammenkrypta. Zu Hause Stufe 1. Nö, auch nicht. Zu Hause Stufe 2, bitte. Okay, dann erkunden wir mal dieses schöne Bergwerk. Und dann hoffen wir, dass uns das irgendwie weiterbringt. So, Essen müssten wir ja hier jede Menge haben. Zumindest diese Pilze und Fleisch. Und auch Beeren. Habe ich das andere Essen hier drüben eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Oh ja, hier haben wir Tomaten etc. Okay, sieht auch schon mal wieder ein bisschen besser aus. Einmal dahin bitte. So, gehen wir hier. Wir wollten hier so außen versuchen, irgendwie rumzukommen. Wo sind das Glühwürmchen? Nice. Ist natürlich ein bisschen dunkel jetzt hier. Vielleicht hätten wir ganz kurz schlafen sollen. Aber egal, so kriegen wir vielleicht ein paar Glühwürmchen zustande. Rechts von uns, okay. Kleine Schäfchen. Wie sieht's aus? Wir müssen immer noch weiter darum. Okay, hier kommen wir nicht durch. Entweder können wir uns durchgraben oder wir versuchen hier nochmal weiter rumzukommen. Ja, das sieht ganz gut aus. Na, Kollege, wolltest du dich anschleichen? Ich hab dich ganz genau gesehen. Beziehungsweise gehört. So, wir gehen hier weiter lang. Wieder Honig? Habe ich da Honig gesehen? Oh ja. Wer seid ihr denn? Das sind aber ganz schön viele. Oh Gott. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst vor denen. Ich muss mal auf die auch mal anzuvisieren. Okay. Interessant. Aua. Er hat aber mächtige Waffen am Start. Kannst du den auch mal treffen? Das wäre nett. Aber die machen nicht so viel Damage, die Teile, die er da wirbt. Sieht mächtiger aus, als es ist. Waren aber noch wesentlich mehr davon. Was sind das für Typen? Und andere, als die wir sonst so kennen. Irgendwas? Ah ja, jetzt. Wo ist der andere da? Ja, wenn ich... Nimm das! Mal. Einfach eingraben, damit er nicht mehr rauskommt. Obwohl, das waren doch die gleichen, glaube ich, ne? Aber egal. Hatte ich kurzzeitig ein bisschen zu viel Angst vor denen. Ich dachte, das wären andere. Was ist das denn für ein Bums? Ist das wieder so ein Brunnen? Hier ist auf jeden Fall das Salz. Wir gehen erstmal hier runter.
Jasmawurzel. Wie war das doch gleich? Mit der Axt, ne? Danke. So, dann geht das Miasma hier auch ein bisschen weg. Sehr schön. Können wir hier ein bisschen einsammeln. So, warte mal, die Salzmine soll jetzt ja auch hier sein. Ein bisschen rechts von uns, irgendwo da unten. Naja, wir schauen mal. Können wir theoretisch gleich ein bisschen Miasma-Holz farmen. Hallöle! Eure Beine kann ich bestimmt auch irgendwann noch sehr gut gebrauchen. Da habe ich schon recht viele von. Widerstanden? Was soll das? Aha, das ist schon besser. Nimm das. Aha. Oh, was war das denn? Das sind aber ganz schön viele davon. Das ist echt erkennbar. Ich sollte aber mal ein bisschen... Aua! Oh, jetzt habe ich einen Heiltrank genommen, das wollte ich nicht. Na egal. Wir haben eh 12.000 Stück von denen. Oh, siehst du, wir hätten ja auch auf diese Explosionsfässer schießen können. So, warte mal. Hier ist jetzt schon das Salzding, ne? Oh, die ganzen Beine auf jeden Fall mitnehmen. Kleine Truhe. Wird doch schon wieder ein Käfer hier. Und wer schießt hier auf mich? Und wer hat doch hier auf mich geschossen? So, wo ist denn jetzt hier die Mine? Genau. Aha, das sieht doch ganz gut aus hier. Salz. Perfekt. Wir haben irgendwo übrigens schon Salz gefunden. Ich habe es leider nicht mitbekommen, weil ich da am Materialienfarm war. Aber irgendwo viel näher als das hier ist schon so eine kleine Salzmine. Da habe ich irgendwann schon mal ein bisschen provisorisch Salz abgebaut. Nicht provisorisch, eher prophylaktisch. Genau. Von daher haben wir eigentlich schon ein bisschen Salz. Keine Ahnung, wie lange das reicht, aber ganz so dringend ist es nicht. So, dann haben wir doch das eigentlich hier geschafft, oder? Wir müssen noch ein bisschen... Warte mal, wir müssen irgendwo anders noch hin. Wir versuchen mal hier lang zu gehen. Müssen irgendwo anders hin. Vielleicht müssen wir hier mal so ein Fass hochjagen. Cool. Oh, hier oben sieht es gut aus. Hier vielleicht? Nö. Da irgendwo. Da oben vielleicht? Ah, okay. Oh Gott. Doch, glaube ich, eher die Waffe hier. Na, 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 Kollege. Nicht so unverschämt sein. So, hier vielleicht? Sporen und Krankheit. Ich glaube, dass sich die erstmal aus Sporen zusammensetzt. Winzige, fast mikroskopisch kleine Fragmente, die sich in der Luft ausbreiten. Nun verdichtet, schwer und wirkungsvoll. Sie setzen sich an Atemwege, Augen, Fell und Haut fest und sie verbreiten sich. Die Pilze verströmen ihre Sporen bei Kontakt, aber ihre Wurzeln wuchern schon lange unter uns.
Wir haben diese Seuche selbst über uns gebracht, als wir den ersten Elixierbrunnen erreicht haben und das erste Elixier daraus gewonnen haben. Das mysteriöse Reisende hat der Verderbnis Tür und Tor geöffnet. Balthasar. Ja, Balthasar kennen wir ja. Hirtenstab. So, das jetzt hier die Mine? Auch nicht. Ach komm, warum, das ist doch hier alles Mine. Oder haben wir die jetzt eigentlich schon gefunden? Ich weiß es gar nicht. Haben wir die Quest schon abgeschlossen? Gräber, Fäulnis, Geschichtsfrage, Schimmer. Okay, Alchemisten. Finde die Beurung, Obelisken. Okay, wir haben es scheinbar schon abgeschlossen. Gut, dann können wir hier einfach noch ein bisschen Salz abbauen. Und dann gehen wir mal... Oh Gott. Wir müssen hier dringend raus. Ich habe völlig die Zeit verplant. Ach du heilige Scheiße. Lauf, lauf, lauf. Wo kommen wir hier raus? Ach komm, das ist außerhalb des Miasmas. Oh Gott, wir werden so sterben. Oh fuck, wir werden sterben. Ja, okay, das schaffen wir nicht mehr. Ich wüsste auch gar nicht, wo wir hier lang sollen. Ah. Na egal, da kommen wir aber leicht wieder hin. Ja, man sollte vielleicht auch ein bisschen die Zeit im Auge behalten, ne? Ist ganz von Vorteil. Aus Dummheit gestorben. Ja doch, hier hoch war das, wo wir gegangen sind. Ja, wir können glaube ich gleich hier vorne mal runterspringen. Oh, hier gibt es wieder Honig. Ich würde mir eigentlich mal ein bisschen Honig gönnen wollen. Die unsere Ausdauer ein bisschen schneller regenerieren. Was haben wir denn hier? Jetzt wieder nur, also wieder Feuersteine. Ich will was Neues finden. So. Das war aber fucking knapp. Ach, gut, schon wieder. So, alles nehmen. Aua! Du spinnst wohl. Dass du dich nicht schämst. Einfach wehrlose Menschen anzugreifen. Stufenaufstieg, yay. So. Wie kommt man jetzt hier raus? Wir müssen jetzt hier raus. Ich will zum Alchemisten. Boah, wie viel Salz es hier gibt. Ich glaube, von hier kommen wir gar nicht gut raus, ne? Ich glaube, wir müssen irgendwie darüber. Aber die Frage ist, wie kommen wir dann hier hoch? Weil das Labyrinth hier unten. Nee, so kommen wir da auf gar keinen Fall hoch. Cool. Wir probieren es mal hier. Diese ganzen kleinen Ruinen hier sind auch schon ganz cool. So, kommen wir hier irgendwo raus vielleicht. Ich ignoriere euch einfach. Nö, auch nicht so richtig. Gleich da oben, aber das sieht alles sehr steil aus. Ach komm schon, wo komme ich hier raus? Gefahren in der Nähe, ja. Irgendwo muss es doch hier rauf gehen. Ich meine, ich könnte mich irgendwie rauf graben, aber...
Sehe ich jetzt auch noch nicht so richtig. Hallo, grüß dich. Hab grad gar keine Zeit. Wir sehen uns wann anders. Ist irgendwo da hinten? Ich weiß es nicht. Wir folgen mal dem Weg hier. Vielleicht bitte ans Raus. Ja, das sieht ganz gut aus. Oh ja, das sieht gut aus. Können es eigentlich schon mal direkt hier probieren. Oh Gott, nee, hat nicht ganz gereicht. Ja. Ja. Können auch. Oh Gott. Krieg 17 machen. So. Okay, wir brauchen erstmal Ausdauer. Wir graben uns jetzt hier einfach hoch, obwohl wir wahrscheinlich da hinten auch irgendwo raus könnten. So. Wir brauchen aber mehr Ausdauer für den Plan. Viel mehr Ausdauer. Okay. Was ist da irgendwo? Oh Gott! Naja, ich glaube, wir graben einfach anstatt zu versuchen, hier hochzuspringen. Wir warten mal ganz kurz ab, bis wir wieder ein bisschen Ausdauer haben. Und dann springen wir mal ein und da hoch. Und dann graben wir uns hier einfach hoch. So, halb schräg. Hatten wir nicht Honig gegessen? Aha, da ist ja schon Licht im Tunnel. Oh Gott! Das war knapp. Hallo, beruhige dich jetzt. Bitte bleib stehen. Okay. Die muss ich erstmal ein bisschen erholen. Wir können ja mal derweil gucken. Drei Fähigkeitspunkte haben wir, ne? Okay, Komfort. Schleichangriff. Gnadenloser Angriff. Bergarbeiter. Hochwertige Ausrüstung. Alle Werkzeuge verlieren 50% langsame Haltbarkeit. So, nehme ich mit. Das war falsch. Oh Gott! Och nee! Okay. Das ist aber echt ein Krampf hier hoch. Wie tief ist auch dieses Salzbergwerk hier bitte drinne? Oh Gott, nicht ganz runterfallen. Achso, warte mal, wir könnten uns hier einfach porten, ne? Ich bin aber auch ein Trottel. Das wird mir ein bisschen zu anstrengend. Wir porten uns einfach. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? So. Welche Mist. Wir kommen. Mit leichter Verzögerung, aber wir kommen. Ein bisschen Mais. Ein bisschen Stein. Können wir mir das auch noch mitnehmen. Aber mein Rucksack ist auch schon wieder voll. Perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. So, hier haben wir wieder ein paar Wölfe. Wir schleichen uns einfach mal vorbei. Gucken, was hier für Feinde wohnen. Sind das hier wieder diese Wookies oder diese anderen?
Warte mal, das sind ganz andere Typen, oder? Ach ne, das sind die Dudes wieder. Aua. Hier ist ja überall Matsch. Noch so giftiger. Naja, wir gehen mal hier rein. Oh, grüß dich. Jo, ab in den Matsch mit dir. Kann ich dich bitte looten? Danke. Och komm, nicht den guten Metallschrott. Nee. Bitte mal benutzen. Und dann löschen wir dich. Nehmen wir lieber den Metallschrott. Ich weiß gar nicht, wo die andere Leiche hingegangen ist. Der hatte bestimmt auch noch Metallschrott. Aber ich habe nicht gesehen, wo er gestorben ist. Naja, egal. So, wir gehen jetzt da rein. La 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 la. Ja, 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 du mich auch. Oh Gott. Beruhige dich, Kollege Schnürschuh. Das ist ganz schön aggressiv. Elixier. Ich will das mal direkt benutzen. Ach, ihr macht mich alle ein bisschen wahnsinnig, Jungs. Was wollen wir jetzt vernichten? Die Würmchen nicht. Ich glaube, wir löschen das hier. So. Oh Gott, ich bin ein Trottel. Ich habe das fast nicht stehen sehen. Ach, leck mich doch. Leck mich doch. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Haben wir ein Schwein gehabt. Aber die Explosion hat irgendwas freigelegt. Holz. Cool. Hat sich ja gelohnt. So, Kollege Schnürschuh. Oh Gott. Grüßt euch. Nicht mit mir. So, rein da jetzt. Wir hier wieder. Ach du heiliger Bimbam. Na, die wollen es aber bestimmt wissen. Die wollen es doch bestimmt wissen. Schön hier eine enge Gasse locken, dann können die nicht so gefährlich werden. Und den Nahkämpfern auch noch. So, nimm du mal das. Metallschrott ist immer gut. Dafür liebe ich euch. Schön auf den Kopf. So, haben wir hier noch wen? Wir können ja auch die Pfeile hinterher wechseln. Stimmt, wir haben ja verschiedene Pfeile. So, sieht mir nicht danach aus. Haben die hier eigentlich alles für einen krassen Sch... Aua! Ich sollte besser aufpassen, wo ich hingehe. Ich wollte sagen, was haben die eigentlich alles für einen krassen Scheiß?
Können wir eventuell nicht effektiv verletzen. Leck mich doch. Okay, wir gehen mal hoch. Mein Schwert macht's auch nicht mehr lange. Bin ich überhaupt schon in der richtigen Abteilung? Ja, noch nicht ganz, ne? Wir müssen noch ein ganzes Stück weiter. Aber das wird schon passen. Oder? Ja, doch, wir kommen der Sache näher. Oh Gott. Hallo, ich blocke doch. Nimm das und das und das. Gebt mir euren Metallschrott. Ja, dein Fleisch will ich nicht. Ich will nur Metallschrott. Oh, was ist das denn? 14 Schaden. Oh, vielleicht sollten wir die noch mitnehmen. Ach, weißt du was? Die Äste können wir hier lassen. Okay. So, da sind wir doch auch schon direkt richtig. Willkommen! Perfekt! Oh, können wir das bitte kaputt machen, diesen schönen Amboss? Bitte, bitte, bitte. Ah, ich weiß. Oh, doch. Nice, Metallschrott. Hm, okay, will nicht. Na gut. Was haben wir hier oben noch so? Wer ist er? Hier nur ein paar alte Knochen. Na gut, perfekt. Wir haben die Alchemistin auch gleich noch. Oder den Alchemisten, je nachdem. Das ist doch sehr schön. Dann gehen wir mal zurück zum Lager. Das müsste sich hier befinden. Sehr schön. Wir können uns gleich noch mal ein paar Beeren reinknallen, damit wir ein bisschen heilen. Und werden dann den Alchemisten platzieren. Der sagt uns hoffentlich, wo der Schreiner ist. Das wäre wirklich traumhaft. So, warte mal. Wir müssen erstmal unsere ganzen Ressourcen hier loswerden. Okay, hier passt schon mal nichts rein. Hier wird auch definitiv nichts reinpassen. Okay, hier ein bisschen. Ein bisschen mehr. Wie sieht's hier aus? Ja, ein paar Beeren weg. Denn ich brauche dringend ein richtig schönes, großes Lager mit diesen schönen Spezialkisten. So. Perfekt. Haben wir ein bisschen Platz wenigstens geschafft. Der Hürdenstab. Der macht hat eine Kraft von 17. Aber ist sonst wahrscheinlich ein bisschen schlechter, ne? Die Waffen hier irgendwo? Ne, die hatte ich, glaube ich, hier drüben, ne? Ne, hier hatte ich ja die Pilze. Ach Gott, siehst du? Oh, dringend ein einheitliches Lager. Das ist vielleicht ganz cool, das Ding. Das macht 14 Schaden. 16, 16. Ne, never mind. Ist scheiße. Ich glaube, den lösche ich einfach. Der geht mir auf den Sack. Gut, was sagt die Flamme? Ja, der Alchemist, Heiltinkturen, Tränke etc. pp. Ist mir eigentlich relativ egal. Ich will den Schreiner haben. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so coole Tränke in dem Game hier gibt. Okay, Heiltränke, ja. Aber was sonst so? Au, ein Ausdauertrank wäre schon ziemlich OP. Damit man mal richtig ordentlich farmen kann, ne? Da sehe ich mich dann doch schon irgendwie. Oh, wir haben noch ein bisschen Salz. Warte mal, das Salz können wir wahrscheinlich. Habe ich denn Salz gelagert hier, ne? Okay. So, den Alchemisten. Na, den werden wir dann auch mal hier reinzimmern. Ich glaube, der Alchemist macht sich gut hier drunter. Oder? Der Alchemist, wollen Sie sich hier drunter oder wollen Sie irgendwo oben hin? Ich könnte ihn auch hier in die Ecke stellen. Oder hier so.
Na, ich glaube, wir machen ihn hier drunter. Dann können wir ihm irgendwas noch hier zugeben. Können wir hier irgendwas hinbauen, was alchemistisch ist. Stell ihn da ein. Hey! Hallo! Was gibt's denn? Schreinerei, aha. Ein weiteres paar Hände wäre nützlich, wenn wir jemals planen, die Basis zu erweitern. Ja, das planen wir in der Tat. Ich für meinen Teil könnte mehr Platz für meine Tränke gebrauchen. Ich weiß zufällig, wo sich eine weitere Krypta der Bauer befindet. Warum siehst du dich nicht um? Ja, das werde ich definitiv tun. Über Magierstäbe und Zauber. Wie ich sehe, stehst du mit der Flamme in Verbindung. Oh, glorreiches Licht, du musst der Magie fähig sein. Warum versuchst du es nicht? Zauberstäbe sind einfach zu benutzen, aber für Magierstäbe braucht man Zauber als Munition. Oh, ich kann dir das beibringen. Stell mir einen Magierstab aus totem Holz her und du wirst spüren, wie das Licht durch deine Adern fließt. Okay. Feuerball, Eisbolzen, nice. Lichte Malarbeiten, besonders für harte Dinger zuständig. Insektenstaub, Leuchtstaub, Miasmaseele, Geister, Magierstab, Bücher, Gesundheitstränke. Was macht das? Bis 2 Minuten maximale Zeit im Miasma. Okay, auch ziemlich OP. Braucht 45 Minuten zum Herstellen, ist das richtig? Oder hält das 45 Minuten lang? Na gut, Deko können wir bei dem machen. Ja, okay. So, machen wir alles später, my friend. Wir bringen erstmal den Erweckerstab hier wieder weg. Oder den Beschwörungsstab hier mehr. Oh Gott, ich bin schon wieder in der falschen Kiste. Und ich bin schon wieder in der falschen Kiste. Ich sage doch, ich muss das hier dringend auf Vordermann bringen. Warum haben wir denn hier das Salz jetzt? Nope, hier bin ich auch falsch. Perfekt, ich kenne mich super aus in meinem eigenen Lager. So, wo ist denn der gute Schreiner? Aha, das war bei dem Fragezeichen. Also doch, gut, dann werden wir hier rüberfliegen und uns den Schreiner in der nächsten Folge holen. Und dann schauen wir mal, dass wir den Keller hier ausgebaut bekommen und da unsere Special-OP-Kisten hinmachen. Von denen man überall aus zugreifen kann, vom gesamten Lager aus. Das wäre schon ziemlich nice. Gefällt mir übrigens auch hier. Haben wir so einen kleinen Tunnel raus. Hier könnten wir so eine kleine Plattform machen zum Abspringen. Ja, das wäre auch ganz cool. Na gut, na gut. Wir werden sehen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, würde es mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, damit ihr die nächste Folge auf gar keinen Fall verpasst. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.